Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und ich war ja neulich auf dem Rotten Feast, das Metal Festival. Wer das nicht gesehen hat, dass ich da war, ne, hier im i, findet auch ein Video dazu. Könnt ihr euch nach dem Video hier anschauen. Ne? Jedenfalls, auf dem Rotten Feast Festival habe ich die Band Blunt Disgrace kennengelernt, die gar nicht da gespielt hat, die da auch bloß als Gäste war, als Zuschauer. Und ich kam irgendwie mit denen ins Gespräch und da haben die mir gesagt, die haben Video. Hm? Wusste ich nicht. Und die haben ja auch gesagt, dass die mir die CD zukommen lassen, beziehungsweise die LP zukommen lassen. Haben sie bisher vergessen oder nicht gemacht? Ich meine, wir waren alle ein bisschen betrunken an dem Abend, beziehungsweise ich gar nicht an dem Abend, aber an dem Abend davor war ich extrem betrunken. Am zweiten Abend war ich halt nüchtern. Aber die Jungs machen Metal und spielen auch demnächst in Oberhausen. Aber darüber quatschen wir gleich. Wir schauen uns zuerst das Video an. Ihr kennt das Ganze. Ich quatsch drüber und danach quatschen wir über die Band, über das Video, über das, was da kommt. Los geht das. Your Personal Enemy heißt das Lied im Übrigen. Die spielen im Zelt, junger Mann läuft durch den Wald. Wird es ein Horrorvideo? Ja, vielleicht. Auch Death Metal. Fällt mir. Chelsea Green Shirt. War das das Böse, was ihn verfolgt? Oder das Gute? Man weiß es nicht. Der steht schneller als der Fell, als der läuft. Das ist wuchtig, das ist geil. Oh, mega. Das Böse ist immer noch da. Oder das Gute, man weiß es nicht. Ah, geil. Nur Bass, ich mag sowas ja. Direkt mal auf Like klicken. Das Böse ist eingefroren. Yeah.
demaskiert. Es ist ja selber. Blunt's Praise, Your Own Enemy. Geil, hat mir gefallen, hat mir richtig gut gefallen. Vor allem auch mein Video mit Tiefgründigkeit. Man läuft vor sich selber weg. Man merkt, dass man sein größter Feind ist. Ich muss meinen Kaffee trinken. Ich bin gerade vom Reden her mein größter Feind. Mein Husten kommt gerade durch. Ja, man merkt, dass man selber sein größter Feind ist. Und man läuft vor sich selber weg, vor seinem größten Feind. Geiler Song, gefällt mir. Das Video ist auch sehr, sehr, sehr geil gemacht. Ja, quatschen wir mal kurz darüber, dass die Band demnächst live zu sehen ist. Im Druckluft in Oberhausen. Ist am 3.2. spielen sie zusammen mit Frostschock und mit Nein und mit Münzmikrowelle. Ich musste, das war gerade etwas schwer zu lesen. Also Frostschock, Melodic Death Metal, Thrash Metal, Blunt's Praise, Metal, Punk, ich hätte es gerade noch ein bisschen in Death Metal mit reingebracht, ja. Dann Nein, Hardcore Punk, Sludge Metal und Münzmikrowelle Punk am 3.2. in Druckluft ab 19 Uhr. Eintritt kostet 10 Euro. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr zum Druckluft kommt, aber gerne dahin kommen würde, das ist in Oberhausen ganz einfach. Wenn ihr am Hauptbahnhof aussteigt, geht da nicht vorne rum raus, geht da hinten rum raus, also quasi den Hinterausgang vom Oberhausen Hauptbahnhof und dann links halten. Links, geradeaus, 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 über den Kreisverkehr drüber, dann weiter geradeaus und dann seid ihr quasi da. Also ist nicht weit vom Bahnhof, vielleicht 5 Minuten zu Fuß. Und wenn ihr euch unterwegs noch was zu trinken holen wollt, am Bahnhof gibt's kann man auch was trinken, kann man was zu trinken, beziehungsweise dann noch Supermärkte um die Ecke. Oder ihr könnt euch da natürlich was holen, aber wenn ihr viel zu früh da seid, dann könnt ihr euch da irgendwo noch aufhalten. Aber wie gesagt, auf dem Bahnhof hinten raus und dann links und dann einfach immer geradeaus über den Kreisverkehr drüber und dann seid ihr da. Ja, und Druckluft ist eine schicke Location, bin ich auch ganz gerne. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Frostschock, Blunt's Praise, Blunt's Praise, nochmal. Frostschock, Blunt's Praise, Nein und Münzmikrowelle spielen am 3.2. im Druckluft in Oberhausen. Für einen Zehner geht hin. Kurz über die Band quatschen, das hat mir gefallen. Ich bin da gespannt auf mehr. Und Jungs, ihr habt gesagt, ihr wollt mir eine CD oder ihr wollt mir eine LP zuschicken oder ihr wollt mir eine LP bringen. Könnt ihr mir an dem Abend dann geben? Dann mache ich damit ein bisschen Werbung hier. Wir sehen uns.